Hallo Leute, hallo von André Unger. Heute will ich etwas weitergehen. In einigen von den letzten Videos habe ich Ihnen erzählt, wie ich hauptberuflicher Trader wurde. Und ich habe Ihnen auch erzählt, dass ich am Anfang Glück hatte, da ich mit diesen Instrumenten Cover Warrants gearbeitet habe. Das waren die Optionen. Und dort habe ich als ein Videogame gespielt, weil die Kurse etwas verspätet waren. Da hatte ich die Möglichkeit, einfach zu kalkulieren, wo es eine Arbitrage-Möglichkeit gab und dann natürlich einen sicheren Einkauf oder Verkauf erledigen. Und ich habe Ihnen auch gesagt, nachdem wurde ich ein automatisierter Händler. Automatisierter Händler wurde ich, weil ich wusste, dieses Spiel könnte nicht ewig lang dauern. Das ist ja auch klar. Was ist also passiert? Und warum automatisiert? Erstmal, ich wollte nicht unbedingt ein automatisierter Händler werden. Das ist eine Entscheidung, die ich langsam getroffen habe. Ich habe natürlich versucht, diskretionär zu handeln. Manchmal hatte ich Erfolg, manchmal nicht. Aber ich hatte niemals das richtige Gefühl, dass es mein richtiger Ansatz war, weil ich niemals wusste, ob die Pläne, die ich auf dem Tisch lege, richtig oder falsch waren. Ich wusste nicht, ob es eine echte Chance gab, Geld zu verdienen mit dem Ansatz, mit dem Plan, mit den Setups, die ich im Moment genutzt hatte. Dann habe ich dieses automatisierte Handeln entdeckt und da habe ich sofort gedacht, oh gut, das ist vielleicht, was ich suche, weil bei der Software, wo ich meine Ideen backtesten kann, dort kann ich auch die Antwort finden, ob mein Ansatz funktionieren kann oder nicht, ob meine Idee funktioniert, ob mein Setup eine große Winning Percentage hat oder diese Sachen hier. Da war ich ganz begeistert, habe ich mich sofort eine Software besorgt, das war noch die alte TradeStation, die Omega Pursuit 2000i. Die war ein Crack. In Italien findet man häufiger von dieser Software. Und ich habe angefangen mit den Kursen zu spielen und zu planen. Und ich habe als erster Ansatz habe ich gedacht, gut, die Idee, die ich heute diskretionär handle, kann ich programmieren und testen. Und das war eine Katastrophe. Das war eine totale Katastrophe. Keine Idee zeigte gute Ergebnisse. Und was noch schlimmer war, die meiste war überhaupt nicht gut programmiert. Ich war und bin auch kein Programmierer. Und obwohl Easy Language einfach war, hatte ich nicht die richtigen Ideen, wie man die unterschiedlichen Stücke zusammenfassen sollte, damit man dann wirklich schreiben könnte, sodass die Maschine verstehen könnte, was meine Idee war. Da war ich also ein bisschen blöd dran und hatte auch ein schlechtes Gefühl, weil alle meine Ideen zeigten Verluste und manche funktionierten überhaupt nicht, wie ich gedacht hatte. Ich habe auch entdeckt, dass sehr viele Setups, die ich gehandelt hatte und die ich so visuell auf den Charts geprüft hatte, in der Tat waren schlechter, weil die Maschine auch alle versteckte Setups gefunden hat. Wenn man das sagt, das muss so und so sein, hier und da und so, die Maschine rechnet alles durch. Und da habe ich gesehen, dass nicht alle Setups so erfolgreich waren, wie ich gelesen hatte oder wie jemand mir erzählt hatte. Das war natürlich ein bisschen schlimm. Dann habe ich sofort gedacht an Indikatoren. Da habe ich gesagt, okay, ich weiß, dass die Indikatoren aus technischer Analyse kommen und die sind sicher die richtige Antwort zu mein Problem mit einem gutes System oder einfach ein erfolgreiches System zu finden. Und da habe ich angefangen, meine Systeme zu programmieren mit mehreren Indikatoren und Oszillatoren und so weiter. Erstmal die Moving Averages, dann RSI, MACD, ADX und alle möglichen, CCI und noch andere. Und habe ich mehrere reingesteckt, mehrere und mehrere und mehrere und die Ergebnisse waren immer schlecht. Also war ich zu doof, kann auch sein, vermutlich schon, aber jemals habe ich auch gedacht, erstmal habe ich gedacht, das ist nichts für mich, es geht gar nicht, ich
kann einfach nicht schlau werden, ein System zu programmieren. Und alles, was mir erzählt wurde, ist Quatsch. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Die Zahlen zeigten, dass die Ergebnisse nicht richtig waren. Aber ich habe auch verstanden, dass die Indikatoren nicht so gut waren, ein System zu bauen. Aber ich musste also in eine andere Richtung untersuchen und recherchieren. Aber ich wusste nicht, wohin. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Ein Freund von mir hat mich angeschrieben auf Skype. Es war nicht Skype jemals, es waren noch, glaube ich, einige MSN-Messenger oder so. Aber das ist nicht so wichtig. Und er hat mich gefragt, willst du mit mir arbeiten? Ich brauche jemanden, der so mathematisch gut ist und so weiter. Ich habe Ideen, ich habe schon einige Systeme, so ganz grob Systeme, aber ich will weiterentwickeln. Ja, da war ein guter Freund von mir und da habe ich gesagt, versuchen wir in dieser Richtung zu arbeiten. Und er hat mir gesagt, okay, das ist mein Basissystem. Da habe ich dieses Skript angeschaut und habe sofort gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das ist so einfach. Das System war einfach ein Breakout. Nach einigen Stunden am Intraday hat man gewartet und nach 3 Stunden oder so, 2,5 Stunden, hat man Hoch und Tief des Tages gefunden, das weiß man nach 2,5 Stunden, und dann ist man Long eingestiegen, wenn es einen Ausbruch nach oben, oder Short, wenn es einen Ausbruch nach unten gab. Und Ende des Tages wurde die Position geschlossen. Das Ganze mit Stop-Loss zusammen. Kein Take-Profit. Ich habe es sofort getestet. Es hat funktioniert. Obwohl die Ergebnisse nicht die sauberste waren und auch einige nicht handelbar. Das bedeutet, das durchschnittliche Gewinn über einen längeren Zeitraum war nicht genug, damit man alle Gebühren und Kosten decken konnte. Aber die Idee war erfolgreich. Das war das erste Mal, wo ich ein System gesehen habe, was echte Gewinne zeigte. Nicht die sauberste, wie gesagt, aber echte Gewinne. Und auf dieses Modell habe ich dann, zusammen mit diesem Freund und mit anderen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, meine erste echte Systeme gebaut. Was war also der Unterschied zwischen dieses kleine System und die echte Systeme? Die echte Systeme kommen von diesem Modell und aus dem kommen dann zusätzliche Filter, die mir sagen, heute darfst du arbeiten oder heute sollst du nicht arbeiten, weil es heute eine sehr kleinere Chance gibt, Gewinne zu bringen, wenn man beim Breakout einsteigt und so weiter. Mit diesen Filters hat man einfach die schlechtesten Tage rausgeschnitten und nur in jene Tage, wo es eine höhere Chance gab, die Gewinne nach Hause zu bringen, die sind übrig geblieben. Und das waren meine ersten Modelle. Die waren sehr erfolgreich auf Instrumente, Märkte wie DAX Future, die sehr trending waren. Crude Oil, Rohöl und auch Gold war sehr gut. Euro FX, Euro US Dollar. Dort hat alles sehr gut funktioniert. Auf anderen Märkten funktionierte diese Idee gar nicht. Mini S&P zum Beispiel. Das sind jene Märkte, wo ein Trend-Following-Ansatz nicht besonders gut funktioniert. Und dort musste man ganz anders entwickeln. Aber jemals habe ich nur mit diesem System angefangen, nur dort, wo sie gut funktionierte. In dem Fall habe ich auch häufig auf dem italienischen Future gearbeitet. Jetzt nicht mehr, weil es ist immer noch gut, aber die Kurse kriege ich nicht von meinem Datensupplier IQFeed. Der hat den italienischen Markt nicht und dann will ich nicht mit anderen Daten arbeiten. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wo es funktionierte, habe ich Systeme entwickelt. Die funktionieren auch auf Aktien. Also das waren meine ersten Systeme. Und von diesen ersten Systemen habe ich mein ganzes Ungo-Methode aufgebaut. Ungo-Methode ist nichts Besonderes, ist nur eine einfache Idee, als Startpunkt zu nehmen und auf diese Idee einige zusätzliche Bedingungen einzugeben, damit man dann ein so sauber wie möglich System als Endergebnis bekommt. So einfach ist es. Es ist nicht so einfach, aber so einfach funktioniert es. Dann Live Trading ist noch eine ganz andere Geschichte, aber das war mein Startpunkt. Also ich bin ein Maschinenbauingenieur und also Doktoringenieur, das heißt, ich habe so weit wie möglich studiert,
Und vielleicht hat das geholfen, das kann ich nicht sagen, ich war schon ein Ingenieur, vor ich bin mit dem Trading gestartet habe, aber einfache Ideen mit zusätzlichen Filtern als Bedingungen, nicht zu viel, dass es nicht overfitting wird, und dann hat man die Systeme entwickelt. Das funktioniert nicht beim Long-Term-Trend-Following, wo es ganz anders aussieht, und auch nicht beim High-Frequency-Trading, was ich überhaupt nicht als Idee nehme, weil es eine ganz andere Welt wäre für mich. Ich habe nicht die Infrastruktur, sowas zu tun. Aber mit Intraday oder auch Overnight-Systeme für 3, 4, 5 Tage oder so, klappt dieser Ansatz ganz gut. Breakout oder, im Fall es andere Werte gibt, Counter-Trend-Einstieg bei wichtigen Niveaus, Filter, Stop-Loss, eventuell Take-Profit und Schluss nach X Bars. Entweder Ende des Tages oder nach 3 Tage, 4 Tage, 20 Bars. Jede Idee kann erfolgreich sein, wenn Sie diese testen können. Testen ist wichtig. Und was bringt das alles? Erstmal habe ich jetzt heute das Gefühl, dass was ich nutze, funktionieren kann. Nicht wird, weil man niemand sagen kann, ob die Zukunft noch Gewinne bringen wird, aber es kann funktionieren, weil es so lange funktioniert hat. Zweitens habe ich Freiheit. Die Freiheit ist, dass meine Ideen wurden schon erledigt, entwickelt, programmiert, und nachdem arbeiten sie total allein auf der Maschine, mit der Software, die ganz allein handelt, wenn sie richtig programmiert ist. Und ich kann anders tun. Ich entwickle, ich studiere, ich liebe Trading, also ich bleibe nicht, ich gehe auch manchmal auf den Strand mit meiner Tochter und ich gehe laufen, am Moment nicht so viel, habe auch schon ein bisschen zu viel gegessen, aber ich will noch fit werden, noch fit, wie ich einmal war, werde ich nochmal sein, vielleicht. Und ich habe Zeit und das ist mein größter Erfolg. Ich habe gesagt, programmiere. Letzte Notiz zu dem, ich habe Ihnen gesagt, ich bin kein Programmierer. Ja, ich kenne mich schon ein bisschen aus. Aber wenn man die richtigen Ideen kennt und die richtigen Bausteine hat, dann ist es nicht mehr so schwierig, auch zu programmieren. Mit einigen Basis-Scripts kann man alles, was man mag, reinprogrammieren und testen. Und das geht wirklich einfach. Mit der richtigen Sprache. Also ich kann nicht zum Beispiel in C# programmieren und dort werde ich immer noch Schwierigkeiten haben. Ich bin auch kein MQL-Fan, weil es auch für mich dort schwierig ist. Aber mit Easy Language oder Power Language, was es eigentlich dasselbe ist, dort kann ich sagen, kann man einfach schlau genug sein, damit man einige gute Ideen programmieren kann. Das war's. Ich hoffe, Sie werden mir auch Ihnen Ihre Erfahrungen erzählen. Alles, was mit dem automatisierten Handel zu tun hat. Und wenn es Ihnen interessiert hat, abonnieren Sie hier beim roten Glöckchen. Bis nächstes Mal. Ciao aus Italien und wir treffen uns nächstes Mal wieder. Ciao von Andrea Unger.